Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Orizocked und herzlich willkommen zurück bei Ori. Heute mit Ori and the Will of the Wisps. Heute rausgekommen und schon sind wir am Start, zumindest im Stream. Auf YouTube wird das dann wahrscheinlich in 2 Tagen kommen, weil ich muss ja ein bisschen warten, bis ich das dann da raushauen darf. Aber vor allem an die Leute im Stream herzlich willkommen jetzt schon mal. Und hinterher natürlich auch herzlich willkommen alle, die auf YouTube zu gucken. So, gut, dann würde ich sagen, eigentlich brauche ich nicht viel zu sagen, oder? Ori and the Blind Forest haben wir schon vor einiger Zeit gespielt, Ende 2018 war das. Und seitdem habe ich jeden einzelnen Tag gewartet auf diesen Nachfolger hier. Jetzt ist er endlich da und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich habe nicht wirklich viel von diesem Spiel, von diesem Nachfolger jetzt gesehen, so Videos oder so. Ich habe mich nicht wirklich gespoilert. Ich glaube aber, es wird uns einfach mehr vom Ori erwarten. Das ist keine schlechte Sache. Es sieht sehr ähnlich aus wie der erste Teil, aber da mir der erste sehr gut gefallen hat, erhoffe ich mir, dass es hier mindestens genauso hübsch und mit genauso schöner Musik weitergeht. Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. Und jetzt drücke ich einmal auf Spiel starten, auf diesen ersten leeren Speicherplatz. Genau, ich habe nur irgendwie 2 Minuten ausprobiert, habe ich aber auch schon wieder gelöscht. Machen normalen Schwierigkeitsgrad und wir gucken uns als erstes das Intro an. Viel Spaß. Wir dürfen sogar schon, das war mir gar nicht bewusst. Okay, dann bitte sehr, dann machen wir das. Herzlich willkommen im Wald. Yay! Ist wahrscheinlich so ein bisschen Tutorial, oder? Upsi, sehr schön. Ach ja, das funktioniert direkt wieder so schön. Funktioniert direkt wieder so schön. Ewig werden wir uns an diesen Tag erinnern. Lass mich raten, es wird gleich wieder böse, böse. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn es gleich wieder böse, böse wird. Ist nur so meine Vermutung. Als das Leben nach Nibel kam. Ja. Wir nannten sie Kuh. So stocklich. Bitte was? Kuh, wo bist du? Und auch noch gereimt. Ja, dann können wir uns hier ein bisschen umgucken. Okay. Bildchen, Bildchen. Können wir denen folgen? Nee, offenbar nicht. Taps, 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 taps. Yay! Ach, da sind sie ja. Ah. Ja. Jetzt heißt es fliegen lernen. Thank you.
Der Himmel rief sie. Gumo und Naru hörten es auch. Das funktioniert noch nicht so gut. Au. Oh. Lass mich raten, können wir ihr helfen? Eventuell. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ui. Oh, die Steuerung ist so geil. Die Steuerung ist so toll. Ich meine, ich bin nur ein bisschen hin und her gehüpft, aber ich habe direkt wieder dieses Ori-Feeling. Mm. Oh. Die Antwort lag in der Vergangenheit. Sie pennt da erstmal eine Runde, okay. Können wir ihr nicht irgendwie helfen? Können wir sie nicht einfach dahin tragen, wo sie hin will oder muss? Mutters letztes Geschenk. Oh, cool. Aha. Irgendwas machen? Kann ich hier hoch? Ja, Moment. Moment. Komm ich hier rein? Scheinbar nicht. Dann versuchen wir es mal. Nee. Versuchen wir es mal hier unten, auch wenn er mich da oben reinlocken will. Mhm. So funktioniert es aber nicht. So, ja, prinzipiell ja. Hier, weiter. Genau. Kuros Feder, ja. Fähigkeit erlernt. Drücke RT, um frei herumzugleiten oder Luftströmung auszunutzen. Jetzt schon? Okay. Können wir probieren. Cool. Ja. Kuros Feder, ja, die kennen wir. Die kennen wir aus dem ersten Teil. Hui. Schön. Gleich haben wir die Fähigkeit wieder verlernt, weil wir das jetzt ihr geben. Oder so. Mal gucken. Kille. Könnte schon passen. Viel schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, genau.
Gib direkt alles. Oh, wie cool. Yay. Hey, ich kann sogar ein kleines bisschen... Ja, ja, ja. Gemeinsam mit neuen Flügeln. Ich kann so einen Double Jump jetzt machen. Hui. Der Himmel war zum Greifen nah. Also. Oh mein Gott. Told ya. Getrennt. So begann unsere Geschichte. Hab's euch ja gesagt. Ihr seid aber lieb, oder? Komm, steh auf. Oh, Ori. Es ist auch so ein kleiner Stressmagnet. Ein kleiner, so, der zieht den Ärger irgendwie magisch an. Oh. Tintenmoor. Na, und damit noch einmal herzlich willkommen. Oh yeah. Bei Ori and the Will of the Wisps. Schön. So, was können wir? Wir können rennen, wir können springen. Das ist für einen Jump'n'Run gar nicht mal so schlecht. Außerdem werden wir sicherlich wieder, ja, eine Karte haben. Okay, was ist das denn für Striche? Ach, das ist der Weg, den ich zurückgelegt habe. Ach was, das ist ja interessant. Was, Geistersplitter? Ah, das sind wahrscheinlich unsere Fähigkeiten. Karte und Quests, genau. Inventar, ach du Heilige. Inventar, so viele Plätze? Jesus, okay, wir haben ein kleines bisschen was zu sammeln, wie es aussieht. Ah, das sind die ganzen, ja, 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 die ganzen Health-Nüpsel und Power-Nüpsel und überhaupt. Gut, 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 gut. Alles klar. Werden wir mit der Zeit alles erfahren. Gut. Und was haben wir hier? Wir haben Details Geisterlicht. Aha, okay. Gut, dann schauen wir uns erstmal ein kleines bisschen um. Also, und da unten, das werden auch irgendwie Fähigkeiten sein. Links haben wir unsere Energie-Bubbles und rechts die Gesundheits-Bubbles, glaube ich, ne? Irgendwie so. Aha, und da unten, da sieht man auch schon so ein Geisterlicht, pipapo. Werden wir bei Zeiten finden. Oh, ist das etwa ein Gegner? Ja, könnte sein.
Ich traue mich da ehrlich gesagt noch nicht hin. Wir sind irgendwie allzu wehrlos, habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, und wo zum Teufel ist Kuh? Das wird doch jetzt bestimmt höchste Priorität haben, sie zu finden, oder? Will ich doch mal hoffen. Eine Lebensbubble, sage ich doch. Du hast eine Lebensbubble gefunden. Sammle sie, um Oris Gesundheit wiederherzustellen. Haben wir das jetzt überhaupt nötig gehabt? Weiß ich nicht, da sage ich aber trotzdem nicht nein. Und was haben wir hier? Kleines Geisterlichtgefäß. Ja, Geisterlicht kann bei freundlichen Kreaturen eingetauscht, okay, oder zur Verbesserung von Geistersplittern verwendet werden. Aha, das ist teilweise neu. Aha, okay. Mal gucken. Er wird uns bestimmt darauf hinweisen, wenn es soweit ist. Oh, oi. Was habe ich gesagt? Ja, schön. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Ah, hier kommen wir aber nicht weiter, ne? Da kommen wir im Moment nicht weiter. Das ist einfach so schön anzuschauen, alles. Ah, und da ist so ein Energieblümchen, oder keine Ahnung, wie man es nennen mag. Aber da kommen wir im Moment noch nicht ran. Hier genauso wenig, ne? Ja. Da sind wir noch zu low. Apropos low, halte unten gedrückt und drücke A, um durch Plattform hindurchzufallen. Ah ja, in Ordnung. Hä? Wie das hier wobbelt. Schön. Was wird's sein? Irgendwie ein Pilz oder so, Mann? Wobbelpilz. Sogenannter. Ah. Wo bin ich denn da drauf gelatscht? Ich glaube, das war so ein Blümchen oder sowas, war. Aha, hier ist ein Pfeil. Können wir das irgendwie lesen? Weiß ich nicht. Kann ich hier auf der Karte das... Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht mit diesem Pfad. Wenn man sich so ein kleines bisschen verlaufen hat. Ich wollte mal gucken, ob ich hier irgendwie das Schild lesen kann oder so. Nee, geht offenbar nicht. Und was ist das hier? Fragment einer Energiezelle, geisterlich. Okay, gut. Ist auch vorher schon so eine Legende. Im ersten Teil ist auf jeden Fall praktisch. Aha. Und was ist das hier? Können wir irgendwas machen? Oder ist das einfach nur, um dem Regen ein kleines bisschen zu entfliehen? Irgendwas wird das ein. Der Pfeil, der deutet doch sehr deutlich darauf hin, dass irgendwas Wichtiges ist. Naja, gleich werden wir es erfahren. Aha, und wieder ein Gegner. Ach, was haben wir denn hier? Okay, drücke X, um eine Fackel zu nehmen. Ja. Schön. Ja, nett. Können wir damit denn irgendwas machen? Oh ja, können wir. Ah, das wird da unten jetzt auch angezeigt, ne? Genau, mit X können wir jetzt was tun. Dann probieren wir es doch mal. Geh weg. Ah ja. Schön. Er burnt noch ein bisschen. Ah. Und explodiert. Das ist ganz normales Schneckenverhalten. Ich weiß nicht, erinnert mich irgendwie an so eine Schnecke. Energiekugel. Du hast eine Energiekugel gefunden. Sammle sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Ja. Schön, schön, schön. Und hier haben wir ein... Das ist auch so ein Geisterlichtsplitter-Dingsi? Wahrscheinlich, ne? 56 haben wir schon. Okay. Das ist aber ziemlich gemein mit dem Feuer. Also normalerweise würde ich das jetzt ja nicht machen. Aber wir haben ja sonst nichts. Ja. Wir können uns das jetzt halt nicht aussuchen. Ja. So ist es. So ist es nun mal. Ah ja, guck mal hier. Schlüsselstein verwenden haben wir jetzt aber nicht. Ne? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Aber diese Technik, die kennen wir schon. Ja. Genau, das Spiel der Nubbels und Wirbels und ja, genau. Ich bin einfach direkt wieder drin. Schön. Können wir hier eventuell... Nee, können wir nicht. Hätte ja sein können, dass man hier irgendwie diese Bretter oder so anzünden kann. Aber nee, das scheint nicht zu funktionieren. Hier aber. Ja. Das funktioniert. Das hier, das ist eher... Was ist das denn? Ein bisschen zu dicker Stamm. Aha, nochmal anzünden. Ja, oder einfach so. Mit roher Gewalt geht's natürlich auch. Aha, und da sind wieder... da sind wieder meine Lieblings... Oh mein Gott, meine Lieblingsstacheln überhaupt. Das wird ganz, ganz schlimm werden wieder mit den Stacheln. Hallöchen. Tock, wie geht's? Soll ich jetzt wirklich X drücken? Es ist eigentlich das zum Zuhauen. Was bist du denn? Offensichtlich kein Moki. Aber fast. Ein Oki. Jetzt denken bestimmt wieder alle, ich werde so ausgesprochen. Nein, Ochi.
auch nie. Ist richtig. So, ja, dann weiter. Kommst nicht mal aus Niven, was? Ich bin durchs ganze Land gereist und habe deinesgleichen noch nie gesehen. Bist du vielleicht von jenseits des Wassers gekommen? Oder nah am Wasser gebaut? Nun, was auch immer du bist, ich bin Tok, ein Wanderer in diesen Landen, den guten Teilen zumindest. Ich selbst suche hier Schutz vor dem Sturm, aber wenn du noch weiter möchtest, wirst du durch das Geistertor im Osten gehen müssen. Dafür brauchst du zwei solche Schlüsselsteine wie diesen hier und in der Höhle da vorne befindet sich zufällig noch einer. Okay, dankeschön. Um dort nach dem Stein zu suchen, muss man aber etwas leichtfüßiger sein, als ich es wohl bin. Ich dachte schon, der wollte uns hier nicht leichtfüßig genug nennen. Also viel mehr geht ja nicht. Wir sind doch schon so eine Feder, so ein Fliegengewicht. Was denkst du? Ja, klingt gut. Fehlende Schlüssel, neue Quest. Finde den Schlüsselstein. Drucke sowieso, um die Quests anzugucken. Aha, und da können wir auch hin und her switchen, wie es aussieht. Belohnung 1. Ach, da ist ein Schlüsselsteinsymbol, ist aber sehr, sehr schwach nur zu sehen. Okay, gut. Mhm. Quest verfolgen, ja. Müsste aber jetzt auch aktiviert sein, ne? Ich denke schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, guten Abend, lieber John. Ich wollte schon sagen, hier die Fail-Party, die willst du ja auch nicht entgehen lassen, oder? Mhm. Wie geht's denn so? Aha. Hier haben wir wieder, Moment, hier haben wir wieder Stacheln. Oh, das war knapp. Ja, es war arschknapp. Hier könnten wir runter. Ich gehe aber erstmal nach links. Das runter hier, das ist mir ja allzu offensichtlich. Ah. Nice. Und wie ist das mit diesen Splittern da? Könnten wir jetzt mit Tok irgendwie handeln oder... Oder noch nicht so. Naja, wie gesagt, das Spiel wird uns bestimmt darauf hinweisen, wenn das erste Mal geht. Oh, das sieht hier aber... Oh, ich weiß nicht, ob das so gesund aussieht, da jetzt lang zu gehen. Na gut, dann probieren wir es mal anders. Probieren wir mal hier runter zu gehen. Hm. Probieren wir es mal. Ja, ja, habe ich gesehen. Willst du noch ein bisschen sammeln oder soll ich einfach direkt mal welche losschicken? Kannst auch sagen, du willst erstmal ein paar sammeln, damit sich das auch lohnt. Wie du magst. Können wir hier durch? Ah ja, können wir. Gut. Mhm. Ja, ach so, das war's hier auch schon. Verstehe. Dann müssen wir vielleicht doch da lang. Wo es böse, böse aussah. Ja, sehr böse, böse. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Gib mir alles, was du hast. Mhm. Komm, ich probier's mal. Oh mein Gott. Ja, doch, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Sag mal, dieses an der Wand klettern, ne? Mussten wir uns das im ersten Teil nicht erst verdienen? Also, es kann natürlich sein, dass er jetzt ein paar von den Eigenschaften auch weiterhin hat, die er halt am Ende hatte. Das mag natürlich sein. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Gut. Was haben wir hier? Welche Blümchen? Können wir die... Ja, nee, nicht so sonderlich. Hier kommen wir aber durch. Ach ja, aua. Knack. Was ist denn das? Ah ja. Okay. Der will's wohl wissen. Hallo. Okay. Wow. Kommt er hier hoch? Ich glaube nicht. Aha. Ja, oh, ein bisschen Timing. Boah. Das, was der Ori nicht hat. Boah, echt? Schon tot? Krass. Naja, mit der Zeit werden wir halt viel mehr Health kriegen. Hoffe ich. Idealerweise. Dann wird das alles ein bisschen einfacher. Ich erinnere mich, das ist so ein Spiel. Oh mein Gott. Ich sollte eigentlich nochmal nach da oben, aber ich komme da nicht hin zurück, oder? Mhm. Gegen...
gegen Ende wird man halt so ein kleines bisschen OP eher. Aber am Anfang ist man noch relativ low. Relativ low. Vielleicht hätte man sich halt auch erstmal ein bisschen aufpimpen können, bevor man hier hingeht. Oder man braucht das richtige Timing. Hier so genau. Ja. Ein bisschen üben. Oh. Es hat doch so gut funktioniert. Es hat so gut funktioniert. Jawohl. Sehr gut. Hui. Alles klar. Hier sonst noch was? Nee, ne? Glaube nicht. Gut, jetzt kommen wir hier durch. Erstmal ein kleines Duschi machen. Springe auf was? Was stand da? Springe auf irgendwas mit Moos. Springe auf blaues Moos, um dich daran festzuhalten. Aha. Sehr praktisch. Ja, gut. Gut, schön hier auch das Wasser. Können wir echt ein bisschen planschen. Nice. Ja. Können wir denn auch? Moment. Hier, so, ja, können wir tatsächlich. Schön. Ist noch da rechts? Nee, ne? Und wir haben unsere Fackel verloren, sehe ich das richtig? Na gut, hier ist auch ein bisschen nass. Ein bisschen sehr nass für so eine Fackel. Den Stein da möchte ich aber schon haben. Kommen wir da hin? Moment, vorsichtig. Kommen wir da eventuell hin? Ja, nee. Also so nicht. Ich glaube, das wird was sein. Da muss man nochmal wiederkommen, wenn wir ein bisschen höher springen können und weiter und besser. Vermute ich mal. Der zweite Schlüsselstein. Das ist halt auch so ein Spiel, wo man die Welten durchaus ein zweites und drittes Mal hier nochmal zurückgehen muss, nochmal neu aufrollen muss, weil man durch die ganzen Fähigkeiten, die man kriegt, immer neue Orte entdecken kann oder erreichen kann. Mit irgendwie Double und Triple Jump und so weiter. Ihr werdet sehen. Von daher, es kann sehr gut sein, dass das jetzt noch nicht für uns zugänglich ist. Okay, Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Für verschiedene Geistertore können jeweils unterschiedlich viele Schlüsselsteine nötig sein. Alles klar. Aber zwei müssen wir jetzt haben, oder? Quest aktualisiert, zeige Tok den Schlüsselstein. Ach so, dann kriegen wir wahrscheinlich den zweiten. Schön. So machen wir es. Hui. Wow. Okay, so richtig aggressiv sind die halt nicht. Aber ist in Ordnung. Wenn wir uns jetzt nicht so richtig wehren können, da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Gut, hier kamen wir her, ne? Ja. Du bist zurück. Erspähe ich da etwa einen Schlüsselstein? Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel, der zu seinem Wort steht. Jetzt kann ich meine Erkundung von Nivens verlorenen Wundern fortsetzen, bevor wir noch mehr von ihnen verlieren. Und du kannst weiter das machen, was auch immer du bisher gemacht hast. Viel Glück. Nice. Schön. Ja, dann hier wieder das Tor finden. Ne? Eigentlich müssen wir hier ein bisschen zurück. Ja. Hier irgendwo muss es doch gewesen sein. Wenn wir denn hier so auf direktem Wege zurück. Zurückkommen. Habt ihr ihn gesehen? Das ist wieder so einer, der wahrscheinlich die ganze Zeit so ein bisschen angeteasert wird. Bis es dann soweit ist. Schön. Hui. Ach hier, ein Sprungbrett. Sehr nice. Hui. Können wir denn eigentlich schon schwimmen? Das konnten wir am Anfang vom letzten Spiel noch nicht von Anfang an, wenn ich mich recht entsinne. Das können wir jetzt aber. Aha. Das ist natürlich spannend. Dann haben wir einige von diesen Fähigkeiten plus die Sachen, die wir dann noch kriegen. Oh, das kann spannend werden. Oh ja. Dann haben wir wieder 1000 Knöpfe zur Verfügung. Und der Ochi weiß nicht, welchen er zuerst drücken soll. Ist hier irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Na gut. Hui. Hui. Ich mag den Ori. Der ist so
knuffig irgendwie. Irgendwie knuffig. Schön. Was ist das hier für eine Lichtung? Lichte, Licht. Na, das hat ja nicht lang gedauert. Ja, lecco mio. Okay. So viel zu einem Leben, ne? Mhm. One life difficulty, oh mein Gott. Jesus, nee. Das fängt ja gut an. Komm schon. Weg. Kann ich, was kann ich denn hier machen? Ich musste du willst mich auch verarschen. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht bringen. Nee. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Oh. Kann ich noch was anzünden? Können wir hier durch? Wir müssen uns doch hier bestimmt irgendwie durcharbeiten. Ja, müssen wir uns doch bestimmt irgendwo durcharbeiten, oder? Kriegen wir never ever. Vielleicht müssen wir ihn auch nur ein paar Mal hauen, dann gibt er erstmal auf. Eieieiei. Ja, dann bitte sehr. Nee, weg. Gib auf, du hast doch keine Chance. Siehst du das nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hauen und dann zurückweichen, ne? Das wär's halt. Okay, probieren wir es. Ich frag mich gerade ernsthaft so ein bisschen. Oh, Kacke. Ja, das auch. Ob wir uns erstmal hätten aufpimpen sollen. Ich glaube, dass man hier am Ende einen Hieb kriegt, das ist so gedacht, oder? Ah, aber der springt dann einfach nach hier hinten. Aua. Never ever. Oh shit. Da hinten steht auch jemand im Hintergrund. Ja, mehrere. Können die uns nicht helfen? Leute, helft uns. Das kann so nicht gedacht sein. Ich probiere mal, ob ich rechts an der Wand irgendwie hochjumpen kann. Direkt so hart abgeht einfach. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich kann nur so halb erfolgreich abhauen. Ja, der geht dann ziemlich nach vorne. Na gut. Mit ein bisschen. Ja, es sei denn, er macht sowas. Mit ein bisschen Timing. Au. Könnte schon gehen. Gut, dann bitte sehr, wenn er es so haben will. Jetzt muss er uns nur aber. Einmal erwischen, sind wir tot. Wahnsinn. Habe ich es vielleicht aus Versehen auf hart gestellt? Bestimmt. Okay, Konzentration. Hauen, abhauen. Kann er nicht mal da bleiben? Da, wo er ist. Verflucht. Mir nicht vorstellen, was es so gedacht ist. Ich einfach auf ihn eindreschen, ne? Wenn ich zu weit nach links gehe, bin ich auch einfach tot. Ich wollte gerade sagen, oder kann ich an ihm vorbei, aber wie gesagt, wenn ich zu weit nach links gehe, jetzt habe ich da schon Leben verloren. Au.
Wenn ich so früh schon so viel Leben verliere... Ja, vergessen. Wie soll ich das denn überleben? Wie soll ich das denn überleben, Mann? What the fuck? Yo, genau. Wenn man hier nicht Vollgas gibt, dann hat man hier schon ausgeschissen. Komm schon, komm schon, komm schon. Au. Irgendwie noch weiter nach hinten drängen. Verflucht. Mann, ich erwische ihn nicht. Oder kann er uns irgendwie helfen, hier das zu durchbrechen? Nee, oder? Nee. Dieses nach vorne springen. Ah, das nach vorne springen ist näher. Wenn jemand eine Idee hat, ne, ich bin für Vorschläge offen. Ich hätte gern ein Schnellspeichern. Es ist ja nicht mal eine Option, sich jetzt irgendwie noch mehr Health zu holen, wenn es denn irgendwie geht. Weil ich ja nicht wegkomme. Ich werde ja immer wieder zurückversetzt in die gleiche Situation. Ich bin schon wieder tot. Er hat viel zu viel Health. Er hat viel zu viel Health. Das geht nicht. Ich versuche mich hier ein bisschen umzugucken, ob man hier irgendwie noch einen alternativen Weg hat, aber... sehe ich nicht. Und das ist halt der Hinweis überhaupt, dass er ihm direkt auf die Fresse haut. Das soll uns doch sagen, dass wir das auch machen sollen. Geh weg! Diese blöde... Ah, diese blöde Pfote. Mann. Jetzt tut das nix. Mist. Ich glaube, wenn er da rechts ist, dann fügt er uns grundsätzlich Schaden zu, oder? Kann man gar nichts machen. Oh, endlich! Meine Fresse, ey. Alles Klärchen. Na, das war ja ganz einfach. Und jetzt sind die Zuschauer weg, natürlich. Also hier die jetzt. Jesus, was für ein Kampf direkt am Anfang. Okay, gut, 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 gut. Ich habe ja gesagt, ich werde mich nicht ärgern lassen, ne? Von daher... versuche ich mich dran zu halten. Moment, können wir hier? Ja, können wir. Ja, können wir. Oh, das war knapp. Howlsbau, ja. Wer könnte wohl dieser Howl sein? Ich würde echt gern ein bisschen was von meinem Geisterlicht eintauschen gegen Waren und Dienstleistungen. Mhm. Vor allem ein bisschen mehr Health. Ein bisschen mehr Health. Wir haben nichts. Wir haben genau gar nichts. Das sieht nicht gut aus. Okay. Diese ganzen Knochen, die sind auch... Ja. Schlüsselstein. Die sind sehr vertrauenserweckend. Da komme ich auch nicht hoch, ne? Da auch nicht, ne? Nö, 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 nö. Hier könnte ich bestimmt runter. Das machen wir gleich. Aha. Hallo. Ja, bleib doch mal hier. Ich möchte mit dir Handel treiben.
Oh, da ist Health. Das nehme ich aber sowas von. Und ich bräuchte echt eine Fackel. Oh, wir müssen gleich mal einen Folgencut machen. Hübsch. Oh, ist das etwa ein extra Gefäß für Energie? Oder eine Fähigkeit? Oder beides? Oder ein Stromschlag? Na, vielen Dank. Während uraltes Licht erwachte. Suchten Naru und Gumo die Nacht hindurch. Damit locken die bestimmt den Wolf an. Hm. No. Freunde. Du bist nicht wie die anderen, der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Na, vielen Dank. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerungen mit dir geteilt. Geisterklinge, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie XY oder B zuzuweisen und führe Kombo-Eingriffe auf. Okay, ich muss sie noch zuweisen. Interessant. Ja. Nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Sag ich doch, Zuschauer. Immer so neugierig. Also, Geisterklinge. Führe den Nahkampf mit der Klinge aus. Ich leg's mal auf X. Kann ich's auch wieder... Ah ja, ich kann's woanders zuweisen. Ach, das ist ja interessant. Also, so war das vorher auf jeden Fall nicht. Oh, schick. Hui. Oh ja, ganz schöne Reichweite. Oh ja. Das geht. Nice. Sehr schön. Und was ist, wenn wir irgendwann mehrere Fähigkeiten haben? Wie kann ich die dann zuweisen? Vielleicht kann ich dann hier eine auswählen und dann zuweisen oder so. Ah, mal gucken, mal gucken. Ah, heißt das aber auch, dass wir immer nur drei Fähigkeiten auf einmal benutzen können oder zuweisen können oder wie auch immer? Das ist eine interessante Mechanik. Ah, und hier könnten wir jetzt aufmachen. Das machen wir aber erst das nächste Mal. Das ist eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, um einen kleinen Folgencut zu machen. Keine Sorge, im Stream machen wir natürlich in 2 Minuten weiter. Aber für die Aufnahme, für die erste Folge, sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich dann das nächste Mal wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.